Schönen guten Tag zu Bravo Web TV. Heute wieder mal mit einem Stammgast, der eigentlich ja regelmäßig bei uns vorbeischaut. Flair, cool, dass du wieder da bist. Hi. 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 Cool, du könntest dich eigentlich bald einziehen, oder? Nee, besser nicht. Ist doch ganz schön hier, der schöne lilane Hintergrund. Ja. Finde ich cool. Wo ihr immer irgendwelche Bilder reinzaubern könnt, komischerweise. Genau, da kann man dich auch reinzaubern. Magic. Ja, ja. Wahnsinn. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Müde, ich habe nur 5 Stunden geschlafen. Ich komme gerade aus Rothenburg. Nehme gerade in Rothenburg, wo immer das liegt, mein neues Album auf. Mhm. Und war am Wochenende jetzt am Samstag in der Schweiz, in St. Gallen. Also ich war viel unterwegs, bin müde, habe wenig geschlafen und jetzt bin ich in München. Juhu. Was wird das für ein Album? Ein gutes Album. Das war's. Ja, wird super. Was kann man da erwarten? Gibt's da irgendwas Krasses? Ja, mich. Das war's. Ja. Was erzählst du da so? Wie toll ich bin. Aha. Nee, es gibt natürlich mehr, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Es ist noch eine Weile hin. Also heißen wird das Album Air Max Musik 2. Mhm. Aber es gab schon mal Air Max Musik. Und das ist sozusagen die Weiterführung. Und die Leute, die Air Max Musik 1 gekauft haben, wissen oder gehört haben oder gedownloadet haben, die wissen, dass es da immer sehr, sehr doll zur Sache geht. Also mehr als auf den üblichen Alben, weil Air Max Musik ursprünglich auch sowas wie ein Mixtape damals war. Aber Air Max Musik 2 wird definitiv wie in einem Albumrahmen stattfinden. Also wird auf jeden Fall nur eigene Beats geben, nur eigene Produktion. Der Sound wird vom Feinsten sein. Wir haben ein Video zur ersten Single in New York gedreht. Und auf jeden Fall haben wir sehr viel Action dafür gemacht. Okay. Du hast ja einen Twitter-Krieg angefangen, und zwar mit Sido und Doreen. Du hast ja gesagt, im Prinzip, dass die Doreen eigentlich jetzt checkt, dass du so viel mehr Muskeln hast als Sido und eigentlich dich jetzt geiler findet als Sido. Was war denn da los? Na, so war das nicht. Also ich hab halt von Kumpels gehört, irgendwie, dass Sido einen Song gemacht hat, wurde mir erzählt, der Song... Soll auch ganz gut gewesen sein, wurde mir erzählt. Was mich auch echt verwundert hat, weil ich 2010 echt nicht viel mitbekommen habe von Sido. Jetzt auch so rapmäßig. Also er hat ja viel anscheinend gemacht mit Castings und Detlef D. Soest oder wie der Typ heißt. Aber ansonsten so jetzt in meiner Rap-Welt habe ich wenig von Sido mitbekommen. Und ja, und dann habe ich irgendwie halt gehört, er hat mich erwähnt und irgendwas mit McFit und manche gehen zu McFit und die Arme werden breiter. Und daraufhin habe ich halt, ich war gerade bei McFit und habe trainiert, habe ich halt darauf eine Line gefunden, die ganz witzig war meiner Meinung nach. Wie ging die nochmal? Ich gehe zu McFit und die Arme werden breiter und du reden, weil insgeheim dieser Flair ist ja viel geiler. Okay, also aber eigentlich hat Sido angefangen, ne? Meinst du? Also in dem ist mir egal, wer anfängt. Okay. Ich beende es. Okay. Ja, aber darauf kam ja auch was zurück. Hast du das gelesen? Nee. Da gab es irgendwie eine Antwort, dass man sich bei McFit aber keine Persönlichkeit antrainieren kann. Gut. Sagt der Typ, der eine Maske hat. Also sehr persönlich. Wieso ist das eigentlich so, dass man sich immer streiten muss? Ich streite mich mit gar keinem. Ich bin cool. Also Peace. Also das ist so... Weiß ich nicht. Also, mir geht das am Arsch vorbei. Ich habe eigene Sorgen, eigene Sachen, die ich zu erledigen habe. Und das Sido-Ding ist halt, die Leute, die da auf dem Laufenden sind, die sich für sowas interessieren, die wissen ja, dass Sido sehr krass angepisst war von diesem Bushido-Flair, Carlo Cooks und ein 2-Ding, dass wir da wieder miteinander irgendwie klarkommen und dass wir wieder miteinander Musik gemacht haben und wieder Freunde geworden sind. Damit kam er einfach nicht klar. Er war niemals genug, mir das ins Gesicht zu sagen. Er hat meine Nummer gehabt. Ich war bei ihm zu Hause, wo ich das erste Mal mit Bushido telefoniert habe. Mhm. Er war niemals genug, mir das ins Gesicht zu sagen. Und dann kam halt im Nachhinein auf irgendwelchen Festivals, auf irgendwelchen Konzerten, auf irgendwelchen Songs so, das ist in meine Richtung. Und ich weiß bis heute nicht, warum er das mir nicht gleich sagen konnte. Mhm. Und ich bin halt jemand, der lässt sich das nicht gerne gefallen. Und wenn jemand was gegen mich sagt und ich glaube, dass das nicht angebracht ist, dann sage ich was dagegen. So. Aber auch nur, solange es im Rahmen ist. Also der interessiert mich auch nicht weiter. Er hat meiner Meinung nach auch 2010 nicht so viel gemacht, dass man jetzt darüber reden müsste, wie toll das alles war von ihm in letzter Zeit. Mhm. Meinst du denn, so in 50 Jahren wird es dann so ein Rap-Altenheim geben, wo alle dann doch zusammen chillen und irgendwie Karten spielen? Wo alle mit ihren Krücken sich gegenseitig... ärgern und stänkern. Nee, ach, du hast aber recht, also Rap-Altenheim ist auf jeden Fall ein gutes Thema, weil die meisten Rapper, die gerade irgendwie am Start sind, sind schon alte Säcke. Ich meine, ich bin 28, bei mir geht es jetzt gerade los, weißt du? Deswegen, also ich mache mir keine Gedanken. Air Max Musik 2 kommt am 8. April raus, wird eine super Sache und dann werden
die Leute eh wieder meckern und dessen und machen. Juhu. Aber dir geht's ja ganz gut. Du hast ja ein neues Auto gekauft, habe ich gehört, ne? Was ist denn das für eins? Derselbe wie vorher, nur in einer neueren Version. Also 7er BMW hatte ich vorher auch schon, nur jetzt geupdatet. Was kann der alles? Ich kann Fernsehen gucken im Auto, DVD gucken, das Übliche halt. Die Türen, wenn du die Tür nicht zumachst, also du lehnst sie nur an den Wagen so praktisch an, dann geht sie von alleine zu, Soft Close. Mhm. Head-Up-Display, das heißt, wenn ich fahre, muss ich nicht auf den Tacho gucken, sondern ich sehe in der Scheibe drin, wie schnell ich fahre, weil halt praktisch, egal, die Technik ist schwer. Okay. Aber ich sehe halt in der Scheibe, wie schnell ich fahre, wie schnell ich fahren darf. Mhm. Mein Navi sehe ich in der Scheibe. Ich habe eine Spurwechselwarnung, das heißt, wenn ich jetzt auf der Autobahn fahre und ich einschlafen sollte und von der Spur abkomme, vibriert das Lenkrad, wenn ich halt über den Streifen komme. So eine Sachen halt. Also das Auto fährt quasi von selbst. Genau, es redet mit mir, weil ich keine Freunde habe. Ist Kit, ja? Ja, ist Kit. Hier meine Uhr, ich kann mit in meinem Auto reden, weil sonst keiner mit mir redet. Ist super. Also hast du keine Freunde? Freundin, ich meinte Freunde. Freundin habe ich gerade. Achso, eine Freundin hast du, oder? Ja. Bist du auch sonst so ein Pimp? Also kaufst du dir viele coole Sachen für zu Hause? Was hast du in letzter Zeit so eingekauft? Es geht. Ich kauf natürlich immer gutes Essen ein und sowas oder also schöne Möbel, aber ich übertreibe jetzt nicht maßlos. Ich habe jetzt keinen Kronleuchter im Wohnzimmer oder sowas, sondern ich achte auf Qualität und achte auf Design, dass das alles immer edel ist, aber ich übertreibe es auch da nicht. Also es ist wie mit den Klamotten. Also ich kaufe mir eine gute Lederjacke, aber ich kaufe mir jetzt nicht ein Polohemd für 5000 Euro oder so ein Schwachsinn. Also es muss immer im Rahmen bleiben. Also du sagst gutes Essen, was isst du eigentlich gern? Viel Fleisch, Filet, Carpaccio, Trüffel-Carpaccio gibt es immer. La Cantina müsst ihr mal essen gehen. La Cantina bleibt doch Straße am Kudamm. Ist super Laden, da esse ich immer Carpaccio mit Trüffelcreme und Trüffeln und sowas halt. Also ein Feinschmecker. Nur vom Feinsten, naja. Okay. Mhm. Ja, im Internet gibt es gerade ja so einen Hype um diesen Typ, der heißt Money Boy. Das ist ja schon ein bisschen länger. Cheer! Money Boy! Für alle, cheer! Die das cheer! Ich kenne, gucken wir jetzt mal kurz das Video an. Turn my swagger on, getting money, I'm a rich nigga. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money. Wie findest du das eigentlich? Ist das Witz oder ist das eher das Ernst nehmen? Ist das sowas wie Group Techern oder ist das der neue Eminem? Das ist die Frage. Was denkst du denn? Ob er es ernst meint? Oder kannst du das ernst nehmen? Natürlich, er wollte auch einen Song, also er hat mir bei Twitter geschrieben, ey Flair, wollen wir nicht einen Song machen auf irgendeinem Lil Wayne Beat und so, und dann habe ich zurückgeschrieben. Ich würde gerne normalerweise, kann ich aber gerade nicht, weil ich Air Max Musik 2 mache und aber ich kann dir Shoutout, Shoutout to my man, Money Boy, holla at your boy, swag, pimp shit, in the hood, for my peeps and my gangsters, you know what I'm saying, sowas werde ich dann für ihn machen. Ah ja. Gut. You dig? Danke. Ich sag, of course, man. Okay, also du bist Fan, ja? Natürlich, Alter. Wer nicht Fan ist, der ist behindert. Mhm. Dreh den Swag auf. Ich sag einfach nur, what up? Yeah, I get money. Bombe. Okay. Bombe. Ja, ich würde sagen, das war's schon eigentlich für heute. Vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst. MX Musik 2, 8. April. Alles wird rasiert, zerstört. USA, New York haben wir zerstört. Wir haben ein Video gedreht in New York. Bald kommt die Single auf Maskulin. New York steht nicht mehr. New York steht nicht mehr. 11. September, war ein Witz dagegen. Ein Spaß. Okay. Maskulin.tv wird das neue Fernsehformat von Flair. Flair TV heißt das Maskulin.tv. Geht alle rauf. Da wird dann das Video zum ersten Mal erscheinen. YouTube ist am Arsch. MTV ist am Arsch. Maskulin.tv. Ihr wisst Bescheid. Cool. Danke, Flair. Schönen Tag noch. Dankeschön. Tschüss. Tschö.